Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Gothic 2. So, da unten sind Skelette. Ich versuche mal einen anzulocken. Das könnte knapp werden. Scheiße. Aber, und das müssen wir ganz klar sagen, wir können jetzt mal ausprobieren, wie es ist, diese Waffe zu verwenden. Machen wir mehr Schaden? Sind sie schneller tot? Also mehr Schaden machen wir nicht. Dann ist es besser mit dem Schwert. Das hätte ja sein können, denn ein paar Gegner sind gegen spezielle Waffen schlechter bestellt. Machen wir so. Und greifen diesen Wagen hier vorne an. Aber verdammt. Gerade gesehen, es waren zwei. Scheiße. Ja. Weißt du, wo wir sind? Wir lassen es vorerst. Ich würde sagen, wir kommen später wieder, wenn es heller ist. Dann können wir ein bisschen mehr sehen, wissen, was wir zu tun haben. Vielleicht können wir auch mit Magie um uns schmeißen. Ich glaube, es ist einfach zu dunkel. Oh, ja. Was hätte ich vergessen? So. Wir gehen kurz pennen und dann geht's weiter. Ich überlege gerade, gibt es hier wieder Gegner? Mit dem Testen. Andererseits. Nein. Okay. Gehen wir schlafen und dann sehen wir weiter. So. Eigentlich hier hochlaufen? Nein. Eine Heilwurzel hier. Okay. Bin nicht schon mal hier den Weg abgelaufen? Oder besser gesagt die Mauer? Schön, dass das geht. Was haben wir eigentlich? Okay. Nur 0 Uhr 2. Das war da schon vorher klar. Lass uns mal abwarten. Hier. So, Bett. Ja, bis zum nächsten Morgen. Ausgeruht und in alter Frische.
Gehen wir zu Vatoras. Sonst haben wir hier bei allen gekauft, oder? Ja. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Ja, wir werden es ja gleich sehen. Mein Mann sieht das anders. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Hallo, mein Freund Vatras. Ich habe die Botschaft über die Brüder des Rings haben mir zu dir geschickt. Ich habe eine. Okay. Botschaft. Ich habe die Botschaft überbracht. Sei bedankt dafür. Dann wähle nun deinen Lohn. Herzbrochene Ring des Gewandtheit. Gewandtheit. Ja, die Brüder haben mich zu dir geschickt. Die Brüder des Ringes haben mich zu dir geschickt. Gut. Ich habe schon auf dich gewartet. Ich werde dich zusammen mit den anderen Wassermagiern durch das Portal schicken. Du wirst der Spur des ehemaligen Erzbarons Raven folgen und herausfinden, wozu er die Bürger von Corinis gefangen genommen hat. Wir hier werden weiterhin versuchen, der Bedrohung durch die Banditen Herr zu werden. Bring dieses Schreiben zu Saturas. Von jetzt an wirst du deine Aufgaben von ihm erhalten. Möge Adanos dich leiten. Okay. Sonst noch was? Ich glaube, Adanos spenden. Zieh mir über die Goethe, kannst du mir rein. Ich will meine magische Kraft steigern. Okay, also für Mana werde ich keine Punkte ausgeben. Die kommen mehr oder weniger mit der Zeit. So. Raven Sklaven, Beweise, Schnapper, Lucier, die vermessen das Portal. Ja, es sind wirklich nur noch das Portal und ins Kloster. Ins Minental. Wirklich? Das ist ja interessant. Ich würde aber sagen, wir gehen. Und es wird noch viel. Ja, wir gehen den Schattenläufer dort oben beim Leuchtturm töten. Dann töten wir auch noch ein paar Wagen oder so. Und dann sind wir weiter. Und ich glaube, nachdem wir das alles gemacht haben, haben wir ein Level Up und so will ich schnell wieder zurückgehen können. Um zu lernen, wie man die Armbrust benutzt. Ich glaube dann, wenn die Armbrust bei den 30% ist, ob wir auf 20 Punkte sparen sollen und dann den Stärketrank lernen. Machen wir hier bei E. Ich glaube, das könnte uns ein bisschen weiterbringen. Ich würde sagen, was ist das für ein seltsames Vieh, aber das war ja kein Vieh, das war nur eine Tanne, die sich bewegt hat. Okay. Nochmal speichern bei E. So, du grausiges Mistvieh. So. Nicht so. Schattenläufer sind wir mittlerweile stark genug. Lederbeutel. Eigentlich auch den Wagen sollten wir siegen können. Ja, alles? Ich dachte, wir finden noch eine Steintafel. Das scheint wohl nicht der richtige Zeitpunkt dafür zu sein. Oh, wir hätten das anziehen sollen. Okay. Wir haben ein
Schade, dass es keine... keine Stärketränke bis jetzt rauskamen. Wenn es Geschicklichkeitstränke gibt, sollte es eigentlich auch andere Tränke geben. Und wir haben ja gelernt, dass man Dingstränke machen kann, Stärketränke. Lidsgürtel, das würde mich jetzt ein bisschen stärker machen. Nee, warte. Stimmt nicht. Es würde uns nicht stärker machen, weil wir eine andere Rüstung haben. Wenn wir die andere Rüstung plus den Gürtel hätten, wir genauso viele Schutz wie mit dieser Rüstung hier. Oh, ja. Beten nicht vergessen. Speichern. Hier war's. So, und spenden. Geschicklichkeit. Sehr gut. Dann speichern wir nochmal. 18 Geschicklichkeit. Schon mal nicht schlecht. Die Frage ist, wie machen wir es jetzt? Können versuchen, einen Wagen zu locken. Haben wir sonst noch irgendwelche Zauber? Nein. Gut, dann platzieren wir einen Zauber. Und Tote vertreiben 6. Das will ich gleich austesten. Wir laufen darüber zu den Untoten. Und ziehe herbei. Werden wir von den Worgen schon jetzt verfolgt? Glaube ich zumindest. Einmal 6. Vertreiben. Warte, hier. Und Tote vertreiben greift nur einen an. Und macht nicht mal. Für den einen hat das getötet. Warte, ist das nicht böses Vertreiben? Böses Vertreiben. Und, aber den Zombie tötet es nicht. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Hup.
Okay, der kann klettern. Oh, das darf vielleicht gegen Leute machen, die klettern können. Okay. So. Jetzt mal so. Sind nur drei. Nein, nicht die Skelette. Das kann ich nachher ausprobieren. Hier. Mhm. Mal sehen. Wie lange geht das? Ah, die Geräusche. Das ist ein Zombie. Der zweite Zombie. Und der letzte Zombie. Den Ork. Nein, den Ork hier. Wir haben ja genug Pfeile. Wir werden den töten. Und wenn es das Letzte ist, was wir machen. Treffchance ist... ja. Könnte besser sein, aber wir schaffen das. So. Dann geben wir uns zufrieden mit den... Sehr gut. Dann können wir kurz zurückgehen und ja, wir hatten ein Level Up. Oh. Ein bisschen weniger als 9500. Warte, hatte der Niklas? Nee, Umgang mit Bogen habe ich kein Interesse. Interesse ist bei der Armbrust.
Okay, dann. Dann gehen wir und lernen, wie man die Armbrust bedient. Wir haben 10 Punkte, ja. Beim nächsten Level Up packen wir nochmal die 9 Punkte rein. Und einen Punkt in Geschicklichkeit. Beim nächsten Level Up. Und dann sind wir bei 34 und 5 in Geschicklichkeit. Erzählt alles weiter. Dich. Was ja, du auch, nicht sagst. Auch schon, dass Geschicklichkeit nicht über 29 geht, damit wir dann dort auch 5 Punkte investieren können. Auf einmal. Ja, das wird schon schief gehen. Und es wird noch viel schief. Aber zuerst lernen. Huga. Trage gefälligst die Rüstung des Königs. Los, geh schon. Ich hab vollkommen vergessen, die Rüstung zu wechseln. Hey. Huga. Oh. Zeig mir den Umgang mit der Armbrust. Ja. Ja, sehr gut. Und wir sind weg. Und wir haben Armbrust 20%. Haben wir gerade Karten gekriegt? Ich glaube nicht. Egal. Also gut, dann auf geht's. Sehen, was wir alle so finden. Oh, ist das ein Pfeil? Ja, es ist ein Pfeil, aber warum können wir das nicht nehmen? Egal. Ork-Elite können wir nicht töten. Zumindest noch nicht. Wir hatten ihn. Aber. Er ist uns entwischt. Ja, müssen wir kurz das anziehen und. Jetzt können wir die Milch. Essen wir 2 Fische. 3 Schwanzen, ja, von mir aus. Nein, das ist aber zu lange. Und lassen wir es vorerst. Wir werden zuerst die Skelette töten. Andererseits vielleicht zuerst die Wagen betreffen. Die Chance zu treffen sollte höher sein mittlerweile. Wie es aber scheint, kein großer Vorteil. Wir haben vergessen zu speichern. Oder? Ich glaube ja. Okay, die sind nicht mehr hinter uns her. Gut. Die sind dort drüben. Ja. Wir hätten alles nochmal machen müssen.
Okay. Dann lassen wir sie in Ruhe und gehen wieder zurück. Die werden sicher wieder dorthin teleportiert worden sein, oder? Ja. Als hätte ich es nicht gewusst. Ernsthaft? Ja. Als ich meine Waffe gezogen habe, egal. Mal das Spiel. Die sind noch nicht da. Kraut. Ja. Oh. Ja. Der Typ kann da hochlaufen, aber wir nicht. Die Skelette sind nicht da. Einerseits schade, andererseits okay. Heilkraut. Ich wäre schlau und kann ihn jedes Mal runterschießen, wenn er aufkommt. Aber der kann ja noch im Flug zuschlagen. Warum auch immer. Da. So. Oh, gut. Ich dachte schon, ich muss mich sorgen. So geht's nämlich auch. Und noch ein Schuss, komm. Doch. Sollten mit 20% Trefferwahrscheinlichkeit. So. Der kann nicht ausweichen. Und noch ein Schuss. Perfekt. Dann hätten wir die auch erledigt. Da ist nichts zu holen. Speichern. Skelette. Und nee, wir haben sie noch. Mit
Zumindest von einem. Bevor wir angreifen. Das Skelett dort drüben. Also nicht bewegen zu können. Aber okay. So. Und dann hier hochgehen. Okay. Und wir. Dech sollte jeder fünfte Pfeil mindestens treffen. Aber ja. Vom Aussehen her ist es so, wir treffen. Sehr gut. Ja, soll er nur da hängen bleiben. Okay, das dauert aber ewig. Das könnte schlecht sein. Nee. Der bleibt so, wie er ist. Ich frage mich, ob das auch mit dem Ork-Elite klappt. So, Waffen wegpacken. Rossiges Zweihänder. Nichts zu holen. Und hier speichern. Und wie ich gerade auf der Uhr gesehen habe, war's das für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.